Ich bin Daniel von Mehlen Media GmbH. Wir helfen IT-Unternehmen dabei, mehr Kunden zu bekommen. Wie war die Ausgangssituation, als wir hier hingekommen sind? Da hatten wir letztendlich alles gemacht, vor allem SEO, und ja, hatten eigentlich keine klare Positionierung. Das war so ein bisschen das Problem. Das haben wir dann am Anfang mit Alex zusammen sehr gut gelöst, haben uns deswegen jetzt auf die IT-Branche spezialisiert. Weiterhin, was wir sehr gut fanden, dass wir LinkedIn-Marketing haben wir implementiert. Das konnten wir vorher nicht. Haben wir jetzt ja für uns gemacht, aber können teilweise da auch wirklich Kunden mithelfen. Also die Erkenntnisse, die wir aus dem Kurs gewonnen haben, die sind nicht nur für uns hilfreich, sondern teilweise auch wirklich für unsere Kunden. Das ist extrem cool. Ja, jetzt sind wir am Schritt, dass wir die Skalierung angehen. Das heißt, Facebook-Ads arbeiten wir jetzt mit und haben da auch schon erste Erfolge erzielt, müssen das aber auch noch aufbauen, und dabei begleitet Alex uns auch. Genau, also das ist auf jeden Fall sehr cool. Insgesamt, was ich sehr gut finde, ist dieser rote Faden, den man hier bekommt, den wir vorher nicht hatten. Und ja, das ist eigentlich auch wirklich der größte Mehrwert, dass man vielleicht sonst nicht diese einzelnen Stationen gehen würde. Genau, und das Ganze auch noch wirklich betreut ist. Das heißt, man bekommt nicht nur einen Kurs, sondern man hat auch immer wirklich diese Live-Calls, in denen man ja intensiv auch an den einzelnen Sachen, wie zum Beispiel jetzt Facebook-Ads, arbeitet. Erstmal viele coole Leute. Ist extrem schwierig, gerade wenn man noch ein bisschen jünger ist, wirklich Leute zu finden, die jung und motiviert und also genau die gleiche Passion haben. Das ist immer extrem geil. Und man merkt, das ist halt extrem konkret. Das heißt, hier wurden viele Probleme thematisiert, die gerade wir jetzt haben. Sonst, wenn man irgendwie auf ein anderes Marketing-Seminar geht, ist oft so, dass da sind so viele verschiedene Leute und man kann sich gar nicht mit den Problemen identifizieren. Und ja, das war einfach hier der Fall. Das heißt, viele Probleme, die hier thematisiert wurden, haben wir auch gerade selbst. Das heißt, es konnte uns wirklich weiterhelfen. Das Größte oder das Wichtigste, würde ich sagen, ist halt klare Positionierung. Das heißt, dass man wirklich eine spitze Zielgruppe hat und wirklich nur eine Lösung und ein Problem von denen eben löst. Wo wir jetzt auch vielleicht noch nicht perfekt sind, ist eben, dass wir nur ein Angebot haben. Aber dieser Schritt, ich glaube, das ist auch eine Sache, mit der wir am Anfang wirklich viele Probleme hatten. Aber das ist, würde ich sagen, mit Abstand das größte Learning, dass man auch immer herausfindet, dass nur die Ergebnisse letztendlich zählen und dass der Weg dahin eigentlich relativ unwichtig sind. Und das können wir auf jeden Fall auch für unsere Kunden so umsetzen. Also das Erste, was ich sagen würde, dass man mit der Positionierung direkt, also schon früher startet. Also wir hatten eine relativ lange Phase, wo wir eben ausprobiert haben oder wo wir überlegt haben, welches machen wir, und die Phase kürzer halten und schnell anfangen, weil beim Machen bekommt man die wirklichen Erkenntnisse. Also das ist, ja, würde ich sagen, so der größte, oder was ich jetzt anders machen würde. Das heißt, schneller anfangen und weniger überlegen, mehr machen. Ich würde sagen, dass wir uns nochmal damit beschäftigen müssen, unser Angebot vielleicht nochmal zu verkleinern. Also, wir haben jetzt noch keine endgültige Lösung, aber dieser Impuls, dass wir uns damit nochmal intensiver beschäftigen müssen. Ja, auf jeden Fall. Also, es hat länger gedauert als erwartet, aber Umsatzsteigerung war auf jeden Fall. Also, wir sind jetzt, haben sicherlich auf jeden Fall 50% mehr Umsatz und vor allem planbarer. Das heißt, vorher war es so, als wir zu euch gekommen sind, waren wir relativ gut dabei. Und dann kam ein kleines Loch, und jetzt ist halt so, wir wissen halt, wie viel wir nächsten Monat bekommen. Also diese Planbarkeit ist halt extrem cool.